Ja, ich bin heute ein bisschen unterwegs. Ich hoffe, man versteht mich. Ich benutze das hintere Mikrofon. Hab die hier an Einheit montiert. Und ja, hab einen kleinen Ausflug vor. Schauen wir mal, was draus wird. Also, viel Spaß dabei. Ja, zum Glück haben wir nicht viel Wind. Das ist natürlich ein Futter. Ja, kleiner Blick auf meinen Hausberg. Und dann drüben der Spitzerberg. Ja, da steigt gerade der Doppeldecker auf. Da trainieren wir schon wieder. Schauen wir mal, ob der näher kommt und man besser sehen. Ja, ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. Ich denke, ein bisschen was wird man sehen, aber wir fahren jetzt einmal weiter. Wir sind ja nicht zum Spaß da, oder? Schaut euch das einmal an. Mohnblumen. Ist das nicht herrlich? Wahnsinn. So schön. Ein richtiges Meer. Und da unter die Violetten. Ein paar Rote drin, ganz schön viel. Schön. So, da müssen wir jetzt über die Hauptstraße. Da ist eine Biogasanlage. Seid froh, dass man das nicht riechen kann. Wahnsinn. Ich zeige euch das gleich einmal ein bisschen. Ja, das ist diese Biogasanlage, da wird alles hergeführt. Und ja, da sind natürlich die ganzen Grauen alles da. Möben, da fühlen sie sich heimlich. Ja, aber für uns geht es jetzt da weiter. Ja, da gibt es jetzt einmal eine schöne Gerade. Ja, da sind wieder ein paar Windradeln und weiß nicht, viele kennen das vielleicht auch gar nicht, war noch nicht so in einer Nähe. Und da ist einmal so ein Riesenteil von mir. Wenn man da denkt, ein Flügel hat eine Länge von 35 Meter, dann sind das bis da herunten noch einmal 35, wahrscheinlich sogar mehr. Ich schätze, die sind fast 90 oder 100 Meter hoch. Ja, da vor uns rechts jetzt die Autobahn. Da fahren wir jetzt drunter durch und dann geht es noch ein schönes Stückchen und dann war ich schon mal auf so einem wunderschönen Platz, wo man sich eine gemütliche Pause machen kann, einmal ein bisschen was essen. Wir haben 12:30 ist jetzt, da wäre ich bald durch sein. Und nachher möchte ich dann noch zu so einem kleinen Wasserl hinfahren. Dort war ich auch schon mal, dort machen wir es dann auch noch ein bisschen gemütlich. Also, aber jetzt schauen wir da mal weiter. Da schrauben sie zwei Raubvögel in die Höhe. Schön. Ja, ich werde dann wahrscheinlich ein bisschen zoomen. Da vorne sieht man Wolfstal. Das ist die Abhöranlage von uns, von Österreich da. Im östlichsten Teil. Da drüben sieht man Bratislava, das ist die Slowakei schon. Die zahlt sich da hinten
komplett entlang, wo man die Hochhäuser sieht. Ich werde es ein bisschen zoomen. Und da vorne sieht man dann auch noch den Fernsehturm von Bratislava. Da ist ein schöner Teich neben dem Weg. Da sind sicher nur Fische drin. Da vorne ziehst du gerade rein. Hey. Wunderschön. Feuerschießerl da, alles Palette. Ja, aber halt verboten, weil es privat ist. Da ist er. Herrlich. Genau, da machen wir jetzt ein kleines Puzzle. Haben wir sie verdient. So, jetzt machen wir mal ein Super. Ja, ich denke, das wird reichen. Also, nichts wird das. Ich kann da noch einmal auf und zu. Da oben ist dann noch mehr. So ein kleiner Teich, den schaue ich mir noch an, dort war ich auch schon mal, das ist auch recht angenehm. Ja, ein bisschen was zum Kiefen habe ich auch noch dabei. Da habe ich schon einen gewaltigen Hunger. So, machen wir da, schneiden wir noch ein paar so dazu rein, ein paar kleine zum Superl. Wie viel los tun wir alle weg? So da, ui ja, haschisch. Ja, da bleibt sogar noch ein bisschen was über. Für einen Kaffee, da mache ich mir noch einen halberten. Wir sind fertig heute mit, wie immer. Und da machen wir einen halberten und vielleicht später noch einen halben. Dann sehen Sie nochmal, Prost an alle. Ja, ein kleiner Trink fertig. So, dann sag ich mal Mahlzeit. Und wir sind gerade auch vorbeigerannt, Mutter mit Sohn. Na, werden wir jetzt einmal in Ruhe stärken. So, zusammengegessen haben wir es. Fahren wir weiter. Den kenne ich vom letzten Mal, da war noch weniger drin. Da ist ganz schön viel Wasser da. Aber weit haben wir es nicht mehr. Bei den ersten Windrall davon, wo ihr seht, ist der Teich auch dann schon. So, jetzt sind wir wieder auf einem normalen Feldweg. Aber da geht es eh schön zum Fahren. Nicht so schlecht. Ja, Fischen verboten, das ist klar. Wieder schaut Trieb aus. Na, schauen wir mal näher hin. Oh, das sind richtige Kloaken. Kein Teich mehr. Gerade eine Reihe auch. Ja, den haben wir zumindest drauf. Richtige Kloaken, von ehrlich gesagt. Ja, ich wollte mich da auch zwar noch einen Kaffee machen, aber das ist ja richtig ungemütlich. Nein, da taugt es mir nicht, da fahre ich weiter. Da finde ich wahrscheinlich noch ein schöneres Platz.
Also, ich bin da jetzt wieder neben der Autobahn. Und wie man da sehen kann, sind da so Tunnel drunter. Die Viecher haben dann durchgekommen. Da oben breitet die Autobahn drüber. Ah, jetzt habe ich wieder so einen Highway vor mir. Na, rein von mal. So, jetzt hoffe ich, dass das Parken noch da steht. Oder wieder da steht. Das haben sie im Herbst weggeräumt gehabt. Und da mache ich jetzt noch mehr ein kleines Pause. Ja, das ist da. Sehr gut. So, sitze ich da auf dem Platzl. Da drin wieder mein Hausbergerl. Spitzerberg. Radl. Kaffee. Und mein einer. So. Jawohl. Fertig, dann lassen wir Glas brennen. Ich hab Kaffee habe getrunken, packe ich mich wieder zusammen und fahre das letzte Stück noch heim. Dann machen wir es daheim noch gemütlich bei den Toren wieder im Garten. Und daheim vielleicht noch einen Kaffee genießen oder zwei, schauen wir mal. So, wir sind wieder unterwegs. So, oder vielleicht geht es jetzt schon vier zu. Straßen zur Hauptstraße davon und da fahren wir dann eben wieder parallel Richtung heimwärts. So, Dalle. Jetzt sind wir quasi schon und wir immer näher zum Bergerl und zur Heimat. Oft. Ja, eine kleine Schussfahrt noch und dann müssen wir noch mal ein Stückchen in die Höhe und dann geht es fast nicht mehr gerade. So. Der letzte Anstieg und dann war es das. Perfekt. Ja, ich glaube der letzte Kilometer. Dann bin ich daheim. So. Die letzten Meter auf der Uhr. Und was habe ich? Ein bisschen über 44 Kilometer. Passt. Ist okay so. Aber ich freue mich auch, dass ich jetzt daheim bin, ehrlich gesagt. So, 44,46, das war's. Finito.